Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Und mir ist gerade aufgefallen, ich sollte vielleicht nicht einfach so hier durch die Gegend stehen, weil dann können mich Monster angreifen. In der letzten Folge haben wir das Wassersiegel geöffnet, abgeschlossen, erreicht, gemacht. Und sind in Luin angekommen, was vollkommen von den Designs zerstört worden ist, die Bastarde. Jedenfalls, wie ihr schon gesehen habt, China hat sich uns angeschlossen. Und ja, ich bin mal auf die Erfahrungsfähigkeiten gegangen und guck mal, was ich hier einstellen kann. Obwohl ich immer noch nicht so genau weiß, was das alles sein soll. Wird Genauigkeit und den Schaden physischer Angriffe bei Gegnern mit geringem Fluchtwert. Okay. Was soll ich mal du sagst? Sie werden dafür bezahlen. Die Bastarde. Okay, da sind sie sich schon mal einig. Wir sind zufällig schon bei der Farm und betreten jetzt mal. Bams! Jetzt haben wir die kaputt und deren Freunde auch. Überall sind Wachen. Das ist völlig anders als das letzte Mal. Ja, auch wenn wir hineingelangen. Dann ist ein Durchgang. Professor, ich wette, Sie denken das gleiche wie ich. Was? Was werden wir tun? Wir tarnen uns als Designs und schleichen uns hinein. Die Gehirnzellen in deinem Kopf scheinen in solchen Situationen ziemlich gut zu funktionieren. Was soll das denn bitte heißen? Oh, ich verstehe, wenn wir die Designs aussehen, werden wir nicht angegriffen. Das heißt, wir müssen nur den Rhythmus im Blut haben. Nun, es ist ein ziemlich mutiger Plan, Rain. Ich glaube auch nicht, dass es der beste Plan ist, aber haben wir eine andere Wahl? Patrouille des Designs da, was sollen wir tun? Lasst uns loslegen. Ja. Wir sollten uns hinter den Bäumen verstecken und ihnen auflauern. Irgendwie ist da was ganz Auffälliges. So ein Schacht oder so. Beeilen wir uns und bringen es hinter uns. Bra, surprise, motherfuckers. So. Wieder China versuchen zu steuern. Warte mal. Sind nur Nahkampfangriffe alles? So manuell und so? Nein. Natürlich gibt es manuell. Ach nee, warte mal. Manuell war doch hier. Ja, oben springen. Ja, ich kann auch versuchen. Mal gucken, ob ich irgendwie klarkomme mit der im Kampf. Also zuerst nach Luin zurückkehren. Wir wissen nicht, wann der Feind uns aufspürt. Ja, sie haben recht. Wir können endlich in die Farm eindringen. Moment, wir müssen noch entscheiden, wer von uns der Design sein soll. Wie meinen Sie das, Professor? Nur einer der erbeuteten Designuniformen kann doch verwendet werden. Alle anderen müssen also Gefangene spielen. Ich will der Design sein. Das hier ist kein Spiel. Hey Professor, das ist unfair. Was heißt hier unfair? So wirkt es am natürlichsten. Außerdem ist das eine Uniform für Frauen. Die könntest du gar nicht tragen. Wieso hast du auch eine... auch Designklamotten? Ich hatte geplant, allein in die Farm einzudringen. Na los, gehen wir. Ja. Yeah. Stopp. Wir haben es geschafft. Was geschafft? Wir haben den gesuchten Verbrecher gefunden, Lloyd Irving. Wie bitte? Gute Arbeit. Und ihr habt ihn sogar lebendig erwischt. Ich möchte ihn unverzüglich den 5 Großfürsten übergeben. Lasst mich durch. Verstanden. Geht rein. Ich sollte vielleicht nur China oder Rain steuern, ne? Und da, Pelz gefunden. Oh. Es war unbeschreiblich dumm von ihnen, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Lord Qua ist unter den 5 Großfürsten der grausamste. Oh, ich sollte das besser niemanden hören lassen. Mal wird uns bald töten.
Was haltet ihr Maulaffen feil? Ihr solltet besser zusehen, dass ihr eure Jobs ordentlich macht. Los, tanzt! Ihr habt immer neue Rhythmus im Blut. Guckt euch das an. Okay. Schau, ich mich nicht auch so bewege. Oh, der ist am Pennen, oder? Nö. Ausgezeichnet, du hast es geschafft, Leute gefangen zu nehmen. Sogar 5 Großfürsten sind daran gescheitert. Weil ich jetzt und gib diesen Zugang zu dort drüben den Kontrollraum ein. Welchen Zusatzcode? Okay, schon wieder ausgezogen, okay. Es scheint sich um eine Exfer-Manufaktur zu handeln. So scheint es zu sein. Sind das alles Exfers? Unglaublich. Ich höre Stimmen im Nebenraum. Ich höre gar nichts. Sei trotzdem vorsichtig. Oh, ich kenne dich doch. Ja. Oh, das sind die Designs, auf die wir in der Wüste von Triad gestoßen sind. Sie glauben immer noch, wir seien Designs. Sir, das ist unsere Chance. Seid ihr auf einen Kampf aus? Wartet, Kratos ist bei Ihnen. Wir werden uns für den Moment zurückziehen. Ihr kennt euch? Wenn du damit meinst, dass wir in Celia und Triad aneinander geraten sind, ich glaube, es ist in unserer beiden Interesse, hier nicht zu kämpfen. Mach, was du willst. Was ist denn jetzt los? Ich wusste es auch, die haben den Rhythmus im Blut. Colette Kratos. Ich bin okay. Dafür ist keine Zeit. Hinter dir. Und du musst dieser Qua sein, oder? Wie? Na, das ist nämlich eine Überraschung. Als ich hörte, hier hätten sich ein paar Ratten eingeschlichen, dachte ich zuerst an den abtrünnigen Botter. Aber stattdessen finde ich hier nur ein paar miserable Kreaturen. Aber ich muss gestehen, ich bin schon beeindruckt, dass ihr nach dem Angriff immer noch am Leben seid. Wer bist du? Du platzt hier in meine Farm und verlangst meinen Namen zu wissen? Wow, Leute, ist es sonst nicht immer umgekehrt? Gennis, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist Qua, einer der 5 Großfürsten des Designs. Ah, schön zu sehen, dass mich doch jemand kennt. Es ist genau wie Phorcystos es gesagt hat. Der Exfer ist ohne Frage ein Produkt meines Angelos-Projekts. Hui. Gut gemacht, Colette. Lass uns jetzt gehen. Ja, oh, Truhe. Lichtrobe. Können wir die China geben? Weil die hat, glaube ich, nicht so aktuelle Rüstung. Nee, hat sie nicht. Jetzt aber schon. Alles klar. Ist nicht die richtige Zeit, um zu spielen. So, komm her. Ich muss noch lernen, wie man China spielt. Okay, da ist Guardian. Okay, jetzt sind keine Nahkampfangriffe, Fernkampfangriffe. Tut noch gar nicht viel TP saugen. Okay. Sie kämpft mit Karten so als... Keine Ahnung. Ah, werde ich schon klarkommen mit. Na, gegen jeden Einzelnen wollte ich mich auch nicht kämpfen. Ah. Na. Warte. Nein. Nein, okay.
Na. Eisenarmreif. China? Perfekt. Aktuelle Klamotten, gut. Ja. Irgendwie trotzdem komisch hat sie. Ich dachte, sie wirft die Karten oder irgendwie so. Mhm. Irgendwie komisch. Die sehen jetzt irgendwie so legendäre Waffen aus. Im Sinne von Karten. Okay, Marco aus Final Fantasy 10 kämpft mit Ball. Also möchte ich mich nicht so darüber beschweren. So. Oh, meine PS3 geht voll ab. Was ist das? Oh nee. Hier werden die Experts von den Körpern ihrer Wirte entfernt. Sie wollen damit sagen, dass die Experts aus menschlichen Körpern gemacht sind? Nicht so ganz. Experts haben eine verborgene Existenz. Sie nähern sich von den Menschen, wachsen und erwachen schließlich. Menschenfarms sind Experts-Manufakturen. Warum sollten wir auch sonst unsere Zeit damit verbringen, uns um diese elenden Kreaturen zu kümmern? Es ist schrecklich. Schrecklich. Schrecklich ist das, was ihr getan habt. Experts zu stehen und einzusetzen, in die wir so viel Zeit und Aufwand eingesteckt haben. Ihr verdient es, bestraft zu werden. Mist, wir sind umzingelt. Leute, ein Expert war als Geschenk von Lord... Boah, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Yggdrasil, Yggdrasil vorgesehen. Es ist Zeit, dass du ihn zurückgibst. Yggdrasil, ich nehme an, das ist der Name des Anführers. Ja, und nun zum Wohle des großen Lord Yggdrasil und zum Wohle meines eigenen Erfolges brauche ich diesen Exfer. Schon wieder? Was ist an meinem Exfer so besonders? Er ist das Ergebnis jahrelanger zeitintensiver Forschung. Endlich bekomme ich zurück, was von einem schmutzigen weiblichen Wirtskörper gestohlen wurde. Was sagst du da? Ein weiblicher Wirtskörper? Du sprichst doch nicht von... du weißt nichts, oder? Dieser Exfer wurde von dem Wirtskörper A012, menschlicher Name Anna, deiner Mutter, kultiviert. Sie nahm ihn an sich und floh aus dem Gebäude. Natürlich hat sie für ihre Verbrechen mit ihrem Leben bezahlt. Meine Mutter... Du hast sie umgebracht? Oh Mann. Mach nicht mich dafür verantwortlich. Ich war es nicht, der Anna umgebracht hat. Dein Vater hat sie getötet. Lügner! Ach, bitte. Als der Exfer, der keine Schutzfassung besaß, entfernt wurde, verwandelte sie sich in ein Monster. Und dein Vater hat sie getötet. Jämmerlich, findest du nicht auch? Sprich nicht so schlecht über die Toten. Wen kümmert's? Sie waren nur ein paar dreckiger Menschen, nichtsnütziger Maden. Sprich nie wieder so über meine Eltern. Ich kümmere mich darum. Ich verwende die letzte Oper. Oh Gott. Sie hat Viecher, gegen die wir einmal gekämpft haben. Sie sind verschwunden. You don't say. Wir lauten ihre Befehle, Sir. Tanzt. Ich meine, lass sie laufen. Wir können sie jederzeit aufstürmen, indem wir die Mana-Signatur der Auserwählten folgen. Im Moment ist es am dringlichsten, die Exfers zu bekommen. Findet die Abtrünnigen. Vielen Dank, China. Ach, keine Ursache. Aber was sollen wir jetzt tun? Lass uns nach Luin zurückkehren, schon wieder. Ich bin der gleichen Meinung. Okay. Ja, dann? Aber ein kurzer Ausflug dahin. Was kann man doch bestimmt da machen? Wir können uns bestimmt so da einschleichen. Dann auf nach Luin eben.
Ja. Waren wir kaum drin, da sind wir schon wieder draußen. Was machen wir jetzt? Gehen wir da noch mal rein oder? Boah. Warte mal, tu mal Corinna wieder rufen. Hab immer noch nicht gesehen, was er gemacht hat letztes Mal. Oder Corinne. Ach so, das kleine Ding da. Ah ja. Ja, 14 HP werden gestohlen, ey. Ah ja. Okay. Ein bisschen höher stehen. Ich höre überhaupt nicht, wenn die was sagen. Sprachlautstärke kann ich ruhig ein bisschen höher machen. So selten wie die was sagen. Ich kann es einfach nicht glauben, dass die Exvias aus Menschenleben gewonnen werden. Dieses Marbles Leben. Dieses Ding. Leute, warte. Was willst du damit erreichen, wenn du ihn abnimmst? Es ist nicht einfach nur ein Exvia, sondern das Leben deiner Mutter. Erinnerst du dich? Aber diese Dinger verhöhnen das menschliche Leben. Aber wir hätten schon vor langer Zeit verloren, wenn wir sie nicht hätten. Meinst du das? Wüsste ich nicht. Weißt du es wirklich? Wenn du diesen Exvia jetzt wegwirfst, glaubst du, wir könnten diese Reise beenden? Ja, ich weiß, ohne diese Dinger sind wir nur ein Haufen schwacher Menschen. Wir können nur aufgrund dieser Dinger kämpfen, das weiß ich. Aber die Exvias existieren, weil jemandem das Leben genommen wird. Und die Menschen sind nicht aus freien Stücken zu Opfern geworden. Aber ich bezweifle, dass sie weggeworfen werden wollen, nachdem sie zu Exvias geworden sind. Meine Meinung ist vielleicht nicht so wichtig, weil ich keinen Exvia trage. Aber ich bin sicher, dass die Designs uns besiegen werden, wenn wir unsere Exvias nun wegwerfen. Und wenn das passiert, werden noch mehr Menschen ihr Leben in diese Steine verlieren. Ich möchte nicht, dass das passiert. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass diese Reise bedeutungslos wird. Colette hat recht. Wir können die Exvias jederzeit wegwerfen. Aber im Moment müssen wir das Gewicht der Hoffnung und Träume dieser Opfer tragen. Und für sie und uns kämpfen. Hast du nicht gesagt, du wolltest nie mehr zweifeln? Ja, ich hasse es zuzugeben, aber du hast recht. Mamas Bedauern und ihre Wünsche sind in diesem Ding eingeschlossen. Um zu verhindern, dass es noch mehr Opfer wie meine Mutter oder Marble gibt, werde ich Colette helfen. Ich werde für uns beide kämpfen, für mich und Mama, die in mir weiterlebt. Ja, ich auch. Ich kämpfe im Namen von Marble. Ich auch. Ich werde so schnell es geht die Welt erneuern. Menschen sind sündhafte Kreaturen. Ein Leben überlebt auf Kosten eines anderen Lebens. Wir müssen die Last unserer Sünden tragen, solange wir leben. Leben überlebt auf Kosten einer anderen Lebens. Ich weiß nicht genau, wie ich es aussehen soll, aber ich glaube nicht, dass man es irgendwie rechtfertigen kann, dass Leben für die Exvias geopfert werden. Das muss um jeden Preis aufhören. Ja. Und was jetzt dann? Was machen wir nun, wenn wir die Designs weiter angreifen? Ja, und was jetzt? Wieder zurück zur Farm oder was? Ihr seht ja, meine ich immer. Also sie kehren zunächst nach Luin zurück. Hey, wer bist du denn? Ihr seid doch die gegen die Designs von der Menschenfarm kämpft, stimmt's? Es gibt einen Mann, der von der Farm entkommen ist. Er muss irgendein Geheimnis der Farm kennen, sonst hätte er es nicht geschafft. Er dürfte jetzt im Hima sein. Ihr solltet vielleicht dorthin gehen. Hima liegt westlich von ihr. Es ist leicht zu verfehlen, da es am südlichen Hafen Hang eines Bergs liegt. Haltet die Augen offen. Ach, ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Da konnten wir auch nicht hin letztens. Hima.
Eben. Als du? Ich konnte nichts gegen diese Science ausrichten. Jetzt seid ihr wieder alle da. Eieiei. Na gut. Hima. Was sollen wir jetzt tun? Qua wird zweifelsohne die Sicherheitsvorkehrungen verstärken. Wir werden Probleme haben, hineinzugelangen. Es gibt jemanden, der von der Farm entkommen ist. Vielleicht kennt er einen anderen Eingang. Ich kenne ihn. Er ist Pietro. Er sollte sich noch in Hima aufhalten. Woher kennst du ihn? Ich? Das spielt doch keine Rolle, oder? Ich kenne ihn eben. Hm, wie du meinst. Okay, auf nach Hima. So. Hima. Da, perfekt. Ist sogar schon auf. Mein Gott, ist dann wieder weit weg. Dann müssen wir noch ein ganz. Ach, das ist auf der Karte markiert. Ich lerne langsam auf die Karte zu gucken und wir müssen absteigen. Verdammt. Weiter, weiter. Und der kommt mit volles Krach auf uns los. Was du denn für ein Gockel? Boah, ich treffe die gar nicht, wenn ich nicht nah genug bin, ne? So, lern bitte schnell neue Angriffe, China. Aber die ist irgendwie schneller, habe ich so gefühlt. Wow. Vielleicht mehr aufs Kochen auch noch Fleisch gucken, ne? Ich weiß nicht. China, kannst du, lass du mal irgendwas. Lass mir dich mal irgendwas kommen. Ich habe aber nie irgendwas. Ach, da oben, mein Gott. Ein Fleischeintopf. Willst du schon hinkriegen, oder China? Ah. Einfach nach Hima, einfach nach Hima. Die Wahrheit über Exvias. こんなことって。エクスフィアのこと。でも確かにエクスフィアが人の命を捨てるのなら、それを強引に引き剥がすことで人を化け物に変えることができるわ。冷静に言わないでくれ。こういう時だから冷静に言わざるを得ないのよ。 Okay. Ich würde sagen, hier mal schauen wir uns an im nächsten Part an. Was da? Mini Kreuz, Mag Kreuz. Oh, was zum? Sind diese 14 AP oder wie ich bekomme wirklich wert? Wenn ich überhaupt mal was abgezogen bekomme. Oh nein. Irgendwie merke ich nie was von dem Angriff. Ja, oh, geil, geil. Mein Gott, wie hältst du denn aus? Ist doch nicht freck. Danke. Erfolgreich. Fleischeintopf. Dann. Da müssen wir hin. Genau, das habe ich auch letztens mal gefunden, aber da ist nichts passiert, weil wir nicht hoch konnten. Aber jetzt anscheinend. Aber gucken wir mal, was da neu ist. Ach so, hier, mein Gott. Warte mal, kann man das hier? Das könnte man. Nein, okay. Na gut, dann. Ruhen wir uns erstmal aus. Als Abschneider. Oh. Nemurenu Yoruga, Nagakte Zreiner. Hoshio Kasoirtui.
全て数え切るには人生はあまりに短いが。そうですね。そうしてみます。Aber sie kann auch nicht schlafen. Na gut, dann würde ich aber sagen, hast du noch was zu sagen? Verdammt! China! Wie geht's Piero? Er ist gestorben! Was? Jetzt hatten wir bis zum nächsten Part aufgewartet. Und wir reden mit Piero, er ist tot. Was? Hat er irgendwas gesagt über die Menschenfarm vielleicht? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er wirklich von dort entkommen ist. Was ist mit seinen Sachen? Er hatte doch nichts. Wo ist sein Grab? Am hinteren Ende des Friedhofs der Abenteurer. Aber bitte respektiert seine letzte Ruhestätte. Okay, so viel dazu. Mein Gott, okay, dann. Oh, wie kann man uns da denn? Muss man da reingehen? Wie sieht es wichtig aus? Manchmal steht ein komischer Typ bei den Gräbern und murmelt vor sich hin. Ist irgendwie unheimlich. Das muss ja so richtig langweilig sein. Hey, hey, prüfen. Schon wieder was zum Kochen? Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch das Rezept für Risotto bei. Es ist leicht verdaulich und sehr gesund. Lernt, wie man Risotto zubereitet. Risotto. Man nehme eine Art Reis und Käse. Leb wohl. Was geht? Mein Planet braucht mich. Na gut. Ich speichere einfach mal hier und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles in der Schlichtblank. Allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.